Ja, wie bereits in den letzten Jahren haben wir auch dieses Jahr wieder unseren Markt der Ideen etabliert. Eine kleine Leistungsschau der elektrotechnischen Normung, will ich mal sagen. Wir geben hier Gelegenheit, einige Einblicke in unsere Arbeiten zu bekommen. Beispielsweise zum Thema Sicherheit von Lithium-Ionen-Batterien, einheitlicher Kommunikationsstandard in der Netzautomatisierung. Und natürlich im Idealfall würden wir uns auch freuen, wenn wir Ihr Feedback zu den einzelnen Vorhaben und Projekten bekommen. Hierzu haben die Abteilungen aus dem Bereich Technology jeweils kleine Posterwalks generiert und es gibt auch kleine Vorträge dazu. Alles natürlich zu unserem Motto, zu unserem Veranstaltungsmotto All Electric Society. Sie sind natürlich auch aufgefordert, zwischen den einzelnen Sessions zu wechseln. Das ist natürlich ganz klassisch bei einem Marktplatz. Man muss also nicht an einem Marktstand stehen bleiben. Sie werden erkennen, dass wir in dieser Situation ganz klar die cross-sektorale Zusammenarbeit fördern. Und das ist für mich persönlich auch ein ganz wichtiges Signal. Wir denken nicht mehr in Silos, wir denken nicht mehr nur in Produkten, wir denken in gesamten Systemen. An den Postern stehen für Sie, ich möchte einige Namen erwähnen, für erneuerbare Energien Herr Alexander Nollau, für die Energieversorgung Sebastian Koslas, Sektorenkopplung David Uhrmann, Mobility der Herr Lado, Energiespeicher die Frau Julia Migenda und für das Thema Energieeffizienz der Herr Steinmüller. Wir haben jetzt insgesamt, ich hoffe noch 30, nicht ganz 30 Minuten Zeit. Wir können uns dort intensiv austauschen und lassen uns etwas inspirieren. Zunächst erstmal ein ganz herzliches Dankeschön an den Bereich Technology und an die Personen, die diese Posterwalks und diese Vorträge vorbereitet haben. Ja, viel Spaß in den kommenden 30 Minuten. Und eine Bitte hätte ich, dass Sie nach diesem Posterwalks, nach dieser Session noch einmal zurück auf Ihre Plätze kommen, um dann die kurzen Impulsvorträge zu den einzelnen Sessions nochmal genießen zu dürfen. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß. Bis nachher. Danke.